Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer mittwochs. Und ich sage euch unsere Telefonnummer nochmal. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110 und die E-Mail-Adresse, nämlich 1live.domian@wdr.de. Und ich sage euch auch, wie die erste Anruferin heute Nacht heißt, nämlich die heißt Daniela und Daniela ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Daniela. Hallo, also ich muss erst sagen, ich bin jetzt ziemlich aufgeregt, also mein Herz klopft. Ich höre das Herz ein bisschen klopfen. Ich höre es auch. Durchs Telefon durch. Ja, also ich muss sagen, es geht darum, und zwar meine Freundin und ich, wir kennen uns jetzt seit 3,5 Jahren. Mhm. Und das Problem ist, sie ist Türkin und ich bin Deutsche und wir haben halt gemerkt, dass da doch ein bisschen mehr ist als Freundschaft. Mhm. Und jetzt sind wir eigentlich seit knapp 2 Jahren zusammen. Mhm. Und das Problem allgemein, dass ihre Eltern das nicht wissen und meine auch nicht. Mhm. Weil wir uns auch nicht trauen, das zu sagen. Wir haben da irgendwie mal versucht, darauf anzusprechen, also unsere Eltern darauf anzusprechen. Ja. Aber da kamen irgendwie auch direkt negative Reaktionen zurück. Von sowohl von deinen Eltern als auch von ihren Eltern? Ja, aber hauptsächlich dann von Tuvas Eltern. Mhm. Wer weiß denn überhaupt davon? Also wenn dann unsere Freunde, also nicht die Freunde, die unsere Eltern, so unsere Familien kennen, mhm, weil wir haben ja auch eigentlich viele homosexuelle Freunde und die, klar, da weiß man, mhm, das ja. Und also ihr verkehrt schon so in den schwul-lesbischen Kreisen. Ja. Ja. Mhm. Und ich meine, wenn die Eltern das mitkriegen würden, also, mhm, ich habe auch meine Mutter mal damals drauf angesprochen. Ich meine, klar, jede Mutter wünscht sich irgendwann mal Enkelkinder, mhm, und momentan, also habe ich halt auch nicht das Bedürfnis, mhm, weil ich auch einfach keinen Bezug irgendwie zu Männern habe. Ja, ja. Du bist 19, ne? Genau. Sagte ich gerade. Wie alt ist deine Freundin? Die ist auch 19. Die ist auch 19 Jahre alt. Mhm. Vertragte Situation, vor allen Dingen, glaube ich, wird es bei ihr noch schwieriger sein, unter Umständen als bei dir. Wie schätzt du denn so deine Eltern ein, was diese Thematik anbelangt, wenn man so über andere Leute redet, die lesbisch sind, über andere Frauen? Ich würde mal sagen, klar, meine Eltern sind eigentlich offen, nur wenn es dann ums eigene Kind geht, das ist ja was anderes. Mhm. Ich meine, klar. Ja, genau, diese Toleranz, halt so, die ist mir auch vertraut, dass man so im Prinzip sagt, ja, wir sind natürlich alle tolerant. Ja. Und jeder so, wie er will oder wie sie will. Aber ja, wenn man dann selbst betroffen ist, ne, oder das eigene Kind oder irgendwie aus dem nahen Umfeld, dann ist man gleich ganz anders drauf. Ne? Ja. Ja. Und deswegen ist ja auch das Problem, weil ich auch nicht weiß, wenn ich das jetzt sagen würde. Mhm. Ich meine, ob meine Eltern enttäuscht sind, das ist mir ehrlich gesagt egal, mhm, weil wir uns eigentlich ziemlich doll lieben. Mhm. Und bist du Einzelkind? Ja, ja, schon. Ja. Also, es sind ja zwei Problemschienen. Ne? Einmal deine Familie, mhm, und dein Hintergrund und einmal die Familie deiner Freundin, mhm, deiner türkischen Freundin. Mhm. Ihr seid 2 Jahre schon zusammen, das ist ja schon, genau, doch erstaunlich. Ja. Das heißt, ihr seid euch wirklich 100% sicher, dass ihr euch sehr gerne habt, dass ihr euch, ja, liebt. Und du bist dir zumindest im Moment deiner sexuellen Orientierung auch sehr bewusst und, mhm, das ist dir klar, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Ja, was heißt eigentlich? Ne, ich bin mir eigentlich 100% sicher. Und ja. Ich meine, da kann mir auch keiner reinreden, ja, weil ich weiß, was ich will. Von daher. Entschuldige, eigentlich, diese Fragestellung ist eigentlich auch ziemlich blöd. Ja. Wenn ich jetzt mit einem 19-jährigen heterosexuellen Mädchen reden würde, würde ich auch nicht fragen, du bist ja eigentlich in der sexuellen Orientierung doch jetzt schon sicher oder so, ne? Mhm. Macht man das auch nicht. Also, ich finde, meine ganz klare Position ist, dass du, jetzt reden wir erstmal über dich, dass du über kurz oder lang das deinen Eltern zumuten musst und solltest. Das ist deine Welt, das ist dein Ding und damit müssen sie sich nun mal vertraut machen und abfinden, ob es ihnen nun gefällt oder nicht. Und wenn das auch am Anfang hart ist, so wollen wir doch hoffen, aufgrund dessen, dass sie dich auch sehr lieben, dass sie es irgendwann akzeptieren. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern?
Also eigentlich recht gut, deswegen, ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen würden, ne, du bist ab heute jetzt nicht mehr meine Tochter, also meine Mutter, ich denke nicht, nur man weiß es ja nicht, man weiß ja nie, was passieren wird. Ja. Und, also ist die Grundvoraussetzung eigentlich gar nicht so schlecht? Ne? Ja, also eigentlich nicht. So. Das heißt also, ich finde, in deinem Fall solltest du jetzt auch schon nach 2 Jahren gelebter Beziehung mit einer Frau, solltest du das deinen Eltern schon durchaus sagen? Ich meine, das ist ja auch nichts, weil 2 Jahre immer heimlich und irgendwann... Furchtbar. Ich meine auch, wenn man jetzt einen Freund hat, das kann man ja auch nicht mitmachen, so wie ich das auch. Ich habe ja auch Freunde, die heterosexuell sind und die können sich das halt auch nicht vorstellen, jetzt die ganze Zeit heimlich sich mit dem Freund zu treffen. Ganz genau, so muss man sehen. Und Daniela, und dann musst du auch vielleicht auch noch einen Aspekt mit einbeziehen. Es ist immer besser, wenn deine Eltern das von dir erfahren, als wenn sie das irgendwie vielleicht doch irgendwo über fremde Kanäle in Erfahrung bringen. Ja, ich sehe es halt genauso. Also ich denke mal, das Problem liegt nicht bei meinen Eltern, sondern bei ihren Eltern. Ja gut, aber du musst ja für dein Leben erstmal eine klare Regelung finden. Ja klar, aber was bringt das, wenn ich dann mit meinen Eltern im Klaren bin und sie ziemlichen Ärger kriegt, weil die Eltern ziemlich religiös sind. Nun gut, das heißt ja noch nicht, wenn du es machst, dass sie es auch sofort macht. Ja klar. Ja? Das heißt, du kannst ja für dich erstmal deine Sachen so in Ordnung bringen. Ich glaube auch, dass der Fall bei deiner Freundin komplizierter ist. Ja. Da jetzt so direkt zu sagen, konfrontiere sie damit und knall es raus, ist schon schwieriger. Würde ich auch, da würde ich eigentlich viel lieber erstmal mit deiner Freundin auch reden, wie die Situation ist. Denn sie läuft ja vielleicht Gefahr, dass sie völlig verstoßen wird, ne? Oder? Ja, das stimmt. Also sie ist auch gerade bei mir und sie hat irgendwie auch ziemlich Angst, jetzt darüber zu reden. Also sie möchte auch nicht reden, weil man weiß dann nicht, wer zuhört. Und ich meine, ich kann sie verstehen. Ich sage jetzt auch nicht, komm, du gehst jetzt zu deinen Eltern, sagst. Ach, sie ist im Moment sogar bei dir. Ja. Und wir haben halt eben darüber gesprochen. Und klar, das geht 2 Jahre so. Und sie kann halt nicht den ersten Schritt Daniela. Deine Freundin ist jetzt bei dir. Ja. Und ich respektiere das sehr, wenn du sagst, sie möchte nicht reden, weil man sie vielleicht an der Stimme erkennt oder und so weiter. Also das ist gar kein Thema, wollen wir auch nicht. Aber sie hört uns jetzt zu, ne? Sie kann mich auch hören. Ich glaube, dass das ein harter Weg ist, den sie vor sich hat, wenn sie aus einer traditionellen Familie kommt. Sie kommt aus einer traditionellen Familie. Ja. Aber auch da wird sie über kurz oder lang, vielleicht nicht jetzt in unmittelbar nächster Zeit, wird sie für sich auch die Entscheidung treffen müssen. Und die Entscheidung ist viel schwieriger als bei dir, weil du darauf hoffen kannst, dass deine Eltern dich akzeptieren. Geht sie ihren Weg und nimmt in Kauf, dass sie mit der Familie bricht? Oder wird sie sich entscheiden für ein Leben in Lüge? Ne, sie hat ja auch gerade im Hinweis, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, weil ich glaube, die Eltern, die sind so schlimm, die würden die umbringen. Und ich habe auch Angst, dass ich da meine Freundin verliere. Ist ja klar, weil wenn die Eltern sagen, weil ich meine Eltern, was heutzutage, also meine Eltern sind auch sehr wichtig für mich und ich kann mein Leben ohne meine Familie auch nicht vorstellen. Aber irgendwann, nur wenn ich sie dann verliere, das ist ja dann auch nichts. Deswegen würde ich auch sagen, dass sie erstmal vorsichtig sein soll und vielleicht ist nicht... Was heißt vielleicht? Das ist nicht äußert, noch nicht äußert. Dass sie noch ein bisschen wartet, dass sie auch älter wird, dass sie auch selbstständiger wird. Aber ich sage, irgendwann wird sie an dem Punkt stehen, wo sie sich entscheiden muss. Stehe ich zu mir und zu meinem Leben oder stehe ich auf der Seite der Tradition und das bedeutet dann für ihr Leben Lüge. Ich meine, das machen die Lüge, die geht ja jetzt schon 2 Jahre. Wir haben halt keine Lust, nochmal 2 Jahre oder was weiß ich, wie viele Jahre. Gut, aber es wäre ja schon mal erstmal ein Schritt, wenn du mit deiner Familie ins Reine kämst. Ja. Was ja auch sehr schön wäre, dann könntest du deine Freunde mal mit nach Hause bringen. Dann wäre schon mal das Problem ist ja, sie kennen sie ja. Wir sind ja seit einer Jahr befreundet. Ach so. Die Eltern von ihr kennen mich auch, nur dass da jetzt was läuft, das ist ach so, natürlich ach so. Nicht. Also ihr fungiert so unter gute Freundinnen. Ja, eigentlich die Besten, denken unsere Eltern. Ja. Ich rate auch nochmal zur Vorsicht, dass deine Freundin nicht zu sehr in Turbulenzen jetzt zu schnell gerät. Ich möchte aber, mache einen Vorschlag. Deine Freundin ist bei dir und sie möchte nicht auf den Sender. Wie gesagt, das akzeptiere ich. Wir beenden das Gespräch jetzt hier mal in der Öffentlichkeit und mein Psychologe ruft euch nochmal an. Und dann kann ja vielleicht deine Freundin mit ihm so ganz unter 2 Ohren auch nochmal ganz intensiv reden. Sollen wir es so machen? Ja, ich meine, das wäre ein Vorschlag. Ne, das ist doch eine gute Idee. Ja, alles klar. So machen wir das. Ich wünsche euch beiden alles Gute von Herzen. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben,
Jetzt haben wir hier die Eva. Und Eva ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Eva. Domian, ich leide seit 13 Jahren unter Angstzuständen und kann mittlerweile mein Haus nicht mehr verlassen. Ich schaffe es teilweise nicht mehr, zum Briefkasten zu gehen und meine Post daraus zu holen. Wir haben vor 5 Jahren oder 6 Jahren schon mal zusammen telefoniert, daran wirst du dich nicht mehr erinnern können. Da sollte ich in eine Klinik gehen. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Ich war da dort 3,5 Monate, aber eine Therapie hat mir nicht geholfen. Und mittlerweile ist das so schlimm, dass ich also letzte Woche mein Schlafzimmer nicht mehr verlassen konnte. Ich habe also nur noch unter Tabletten oder Alkoholeinfluss, also so, dass ich die Angst nicht mehr gespürt habe, es geschafft, aus meinem Zimmer rauszugehen. Mhm. Und das ist mittlerweile so weit, dass ich wirklich mittlerweile manchmal denke, ich müsste aus dem Fenster springen, weil ich diese Angst nicht mehr aushalten kann. Ja. Ich weiß nicht, wovor. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Mhm. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann gar nichts mehr tun. Es zerbricht alles. Mein Umfeld, mein Leben, alles. Ja. Lebst du alleine? Nein, ich habe einen Mann, der das mittlerweile auch nicht mehr mitmacht. Das glaube ich, dass das sehr belastend ist für die Ehe. Ja, ich kann ja nichts mehr tun. Wir können ja nirgendwo mehr hingehen. Und mittlerweile sieht er ja auch keine Besserung. Ja. Oder wie auch immer. Habt ihr auch Kinder? Ja, wir haben einen Sohn, der ist 10. Und der lebt auch bei euch in der Familie? Ja, ich habe meinen Sohn noch nie schwimmen sehen. Ich habe meinen Sohn, der hat jetzt einen Auftritt in der Schule, Karneval. Mhm. Ich kann mir das nicht anschauen. Ist das nicht auch sehr belastend für die Erziehung? Dass, wie erklärst du das deinem Kind? Also, dass ich etwas Angst habe, das erkläre ich ihm schon. Ich sage dann so, dass das so Angst ist, weil mein Sohn hat Angst vor Spinnen. Da erkläre ich ihm das dann so, als wenn das so wäre, als wenn er Angst vor Spinnen hätte. Mhm. Wenn ich dann mein Zimmer nicht mehr verlassen kann, dann sage ich zu ihm, dass ich Bauchweh oder Kopfweh habe oder so. Ja, das Kind ist ja letztendlich damit auch aufgewachsen, ne? Ja, es kennt, er kennt ja nichts anderes. Er war auch in Therapie. Er hatte ein Erbrechen, was wir also nicht feststellen konnten, wo das herkam. Die Therapeutin weiß um meine Angstzustände. Mhm. Und war das bei ihm auch so psychosomatisch vielleicht bedingt? Ja. Aber das ist mittlerweile besser geworden. Die Therapie können wir jetzt beenden. Ja. Also die Ehe ist belastet, es sind Spannungen auch in der Familie da. Wir leben nicht mehr zusammen eigentlich, weil mein Mann geht arbeiten und ich... Aber ihr wohnt noch in einer Wohnung? Ja. Ja. Jetzt hast du gesagt, vor 13 Jahren fing das an. Ja. Fing das so schleichend an? Oder? Also ich hatte die erste Panikattacke im Mai. Ich werde das nie vergessen, im Mai 98 in meinem Auto. Ich bin diese Straße dann nie wieder gefahren. Einfach aus heiterem Himmel? Aus heiterem Himmel. Das ist wie Sterben, Domian, das ist wie Sterben. Das ist, als ob du stirbst. War das während des Autofahrens oder standst du irgendwo? Ich stand an der Kreuzung und musste links abbiegen. Ich hatte ein Stoppschild. Mhm. Und als ich stand, fing das an. Mhm. Und ich, wenn diese Angst kommt, kann ich nicht anhalten. Oder ich muss dann weglaufen. Auch heute noch. Ich muss dann weglaufen. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss vor der Angst weglaufen. Ja. Dann warst du sagst, wir haben vor vielen Jahren mal miteinander geredet. Und daraufhin warst du in einer Klinik. Ja. Nur 3 Monate. Es hat dir gar nichts gebracht, sagst du. Dann, nein, Domian, ich will auch den Namen der Klinik nicht nennen. Die waren eigentlich mehr auf Depressionen spezialisiert. Mm, die haben mich dann mit Medikamenten behandelt. Ja. Aber ich. Gab es denn danach, nachdem du rauskamst, noch eine ambulante Behandlung? Oder hast du dich dann ganz quasi wieder in dein Haus zurückgezogen, in eure Wohnung? Ja, Domian, da gab es eine Behandlung ich habe das in der Zeitung gelesen, bei uns im Stadtanzeiger stand das drin, dass da also ein Professor ist, der sich also auf Angsterkrankungen spezialisiert hat. Mhm. Den habe ich dann angerufen. Mhm. Aber es stellte sich heraus, dass das ein Betrüger war. Das war gar kein richtiger Arzt. Ich habe mit dem auch eine sogenannte Verhaltenstherapie gemacht. Die hat mir dann auch kurzfristig geholfen, weil da war jemand, der mit mir Dinge gemacht hat, wo ich die Angst durchleben musste. So, in all diesem ganzen Elend bist du auch noch dann auf einen Betrüger angefangen. Genau so ist das. Und genau das hat das Ganze wahrscheinlich noch verschlimmert und dadurch hast du dich noch mehr zurückgezogen. Insgesamt jetzt, wie lange hast du jetzt keinen Schritt mehr vor die Tür gemacht? 3 Jahre. Unglaublich. Drei Jahre. Ich kann es nicht. Ich habe also ein Einkaufszentrum, was mich mit allem Möglichen versorgt, oder mein Mann bringt die Dinge mit.
Ich bin auch seit Jahren nicht mehr bei einem Arzt gewesen. Ich müsste ja vielleicht mal zum Arzt gehen oder so. Die wichtigen Dinge, die meinen Sohn betreffen, das macht alles mein Mann, der mittlerweile, klar, auch nicht mehr so will und diesen Druck auch nicht mehr aushalten kann, denke ich mal. Redet ihr überhaupt in der Familie, das heißt du und dein Mann, noch über diese Angsterkrankung? Oder ich traue mich das eigentlich nicht mehr, weil ich denke, dass ich damit ihm so auf die Nerven gehe, weil das kann ja ein gesunder Mensch nicht verstehen, weil ich erklären kann, wo es herkommt. Gab es auch Streit darüber, dass er irgendwie sagt, du musst etwas unternehmen und lass dich nicht hängen? Oder Es ist natürlich auch für einen gesunden Menschen unendlich schwer zu verstehen, was es ist, weil man kann es ja nicht sehen. Ich sehe ja aus wie ein gesunder Mensch. Man kann es ja nicht sehen. Du stehst also, du bist einer Krankheit ausgesetzt, der du vollkommen hilflos gegenüberstehst. Ja, und die ich mittlerweile mit Alkohol bekämpfe. Das kommt auch noch hinzu. Ja. Und du überhaupt nicht die Ursächlichkeiten erahnst. Ja, man sagt die Kindheit, aber meine Familie ist tot. Ich kann vieles nicht mehr hinterfragen. So, Eva, jetzt muss ich dir aber auch was sagen, als Außenstehender. Das, was dein Mann dir vielleicht auch schon gesagt hat, ich weiß es nicht. Oder vielleicht andere Leute auch noch. Gibt es überhaupt noch bekannte Freunde? Wenige, weil die haben mittlerweile auch keine Lust mehr, ne? Das ist ja klar, weil ich ja nirgendwo hingehe. Ich sag dann immer, ich komme, und dann komme ich nie, weil ich es nicht kann. Ja. Dann habe ich am Anfang irgendwelche Lügen erfunden, warum ich nicht konnte, Kopfschmerzen, Magenschmerzen oder was, weil ich mich geschämt habe zu sagen, dass es die Angst ist, dass ich es nicht kann. So, du weißt, dass ich kein Psychologe und auch kein Mediziner bin. Und ich sage das jetzt nur aufgrund meines Gefühls oder vielleicht auch meiner Erfahrung, aufgrund dessen, was ich hier alles schon gehört habe, ist, dass ich ganz, ganz tief davon überzeugt bin, dass wenn du überhaupt noch eine Hilfe findest, und du bist ja jetzt schon in einer solchen Sackgasse, dass du sagst, ich trinke Alkohol oder ich spiele mit dem Gedanken, mich selbst zu töten, ne, so habe ich es gerade fast schon verstanden, so ist es auch, dass in diesem Fall wirklich nur ein Klinikaufenthalt, ein nochmaliger Klinikaufenthalt in einer richtigen Klinik, die sich nun auch speziell auf Angstpatienten spezialisiert hat, und vielleicht auch ein längerer Aufenthalt als nur 3 Monate, absolut vonnöten sind. Und da gibt es eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu reden. Aber Jürgen, da muss ich mein Zuhause verlassen. Ja. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Ja, aber genau das ist ja die Problematik, die alle so schwerst betroffenen Angstpatienten, wie du es bist, haben. Und die Therapeuten wissen ja damit auch umzugehen. Nur das ist ja der einzige Weg. Du siehst ja, dass du ins völlige Abseits gekommen bist, und du hast ja nur ein Kind. Ich finde, das ist immer dann noch ein anderes Argument, vielleicht noch ein zusätzliches Argument, dass man sich zur Selbsthilfe auch zwingt, dass man entscheidet, ja, ich will, dass man mir hilft. Weißt du, Jürgen, nach all den Jahren habe ich so aufgegeben. Aber gibst du dein Kind auch auf? Ja, mein Bruder würde mein Kind versorgen. Also mein Kind, ich habe heute eine Haushaltshilfe, die kommt, die macht mit ihm, die geht mit ihm schwimmen und macht all diese Dinge, jetzt Karneval, diese Auftritte, aber Eva, wo ich nicht hingehen kann. Das ist jetzt im Moment so gekommen. Aber es wäre doch ganz, ganz toll, wenn es einen Weg gäbe. Und ich bin sicher, dass es einen Weg gibt. Dass du wieder so weit dich berappeln könntest, dass du auch an dem Leben des Jungen wieder teilnehmen könntest. Das klingt so, was du jetzt alles gesagt hast, als würdest du dich, dein Leben, deine Familie, dein Kind, alles aufgeben. Ja, Jürgen, so ist mir auch. Dass du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr. Genau so ist es auch, Jürgen. Ich kann nicht mehr. Ich kann. Weißt du, Jürgen, weißt du, was es bedeutet, wenn man sich nicht immer mehr die Zähne putzen kann, weil man Angst hat? Wenn man sein Zimmer nicht mehr verlassen kann? Wenn man es nicht mehr schafft, vom Schlafzimmer ins Badezimmer zu gehen, vor lauter Angst? Eva, ich habe sehr großen Respekt vor dieser Erkrankung, und auch vor dem, was du erleidest. Und verstehe das nicht als so herunterspielen, wenn ich sage, dennoch muss etwas geschehen. Ich weiß, gerade bei so gravierenden Angstdiagnosen und Menschen, die so angsterkrankt sind, dass es auch, ich sag mal, abgefederte und Mittel gibt, Methoden gibt, wie man diese Menschen, dass sie einigermaßen sich auch noch wohlfühlen, sie rausnimmt aus ihrer gewohnten Umgebung in eine gute Klinik. Wie man das genau macht, kann ich dir jetzt nicht erzählen. Deswegen möchte ich dich sehr, sehr bitten,
die Offenheit jetzt noch zu haben und die Entscheidung zu fällen, ja zu sagen, dass du mit meinem Psychologen sprichst. Ja. Da hast du doch nun überhaupt gar nichts zu verlieren. Nein. Und ich interpretiere ja auch deinen Anruf jetzt hier in dieser Sendung nach 5 Jahren nochmal. Auch ja, als Hilferuf. Weil ich dir sagen wollte, vor 5 Jahren hast du auch gesagt, geh in eine Klinik, ja, und ich bin da hingegangen. Ja. Man muss manche Dinge auch mehrfach versuchen. Manchmal muss man mehrere Anläufe machen. Und du hast Pech gehabt, dass du nicht in die richtige Klinik gegangen bist und nicht zu den richtigen Fachleuten. Und der jetzige Anruf signalisiert mir einfach Hilfe. Ich kann nicht mehr weiter, aber irgendwie möchte ich schon. Solange man noch Hilfe rufen kann, will man ja auch eine Hilfe. Sonst hättest du gar nicht mehr angerufen. Ja, ich habe gehofft, dass vielleicht Leute, die das auch haben und die vielleicht da rausgekommen sind, dass die das hören. Siehst du, da ist also noch eine Hoffnung. Ja. So, und da müssen wir anknüpfen an die Hoffnung. Und wenn jetzt jemand zugehört hat, und ich weiß, dass sicher viele Menschen zuhören, die schon mal in so einer Falle gesteckt haben wie du, und die uns faxen oder e-mailen, wir werden das an dich weiterreichen. Das verspreche ich dir auf jeden Fall. Aber parallel muss auch jetzt was Richtiges eingeleitet werden, dass du in eine Klinik kommst. Ich möchte dich nur bitten, tu mir den Gefallen, dass du jetzt, dass du wirklich ganz offen mit meinem Psychologen, mit dem Johannes redest. Ja, okay. Und dann kann man alles weitersehen und weiter überlegen. Und ich verspreche dir, dass wir alles an dich weiterreichen. Und ich würde mich irre freuen, wenn wir in absehbarer Zeit nochmal telefonieren könnten und du mir sagst, es hat sich ein bisschen was verändert. Du bist erst 42 Jahre alt, Mensch. Du kannst doch so viele schöne Sachen erleben. Jürgen, das würde ich ja auch gerne, aber ich weiß nicht mehr, wie ich das machen soll. Nee, das glaube ich dir. Aber du musst zumindest für dich entscheiden, ich möchte, dass mir geholfen wird. Ich weiß zwar nicht, wie mir geholfen wird, aber ich möchte, dass mir geholfen wird. Diese kleine Entscheidung musst du für dich fällen, sonst geht es nicht. Ja, okay. Ja? Du legst bitte auf und der Johannes ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Danke, ne? Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, unser Thema morgen, darauf möchte ich euch jetzt hinweisen. Das heißt, ich habe Angst vor einer Frau. Das kann ja nur vielfältige Gründe und Ursachen haben. Und wer von euch dieses sagt, ein Mann, eine Frau oder ein Kind, ein Jugendlicher, ich habe Angst vor einer Frau, der oder die möge morgen hier bei uns anrufen. Und dann gibt es morgen noch etwas Besonderes. Im Anschluss der normalen Domian-Sendung, also von 1 Uhr bis 2 Uhr, gibt es im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, noch 2 Domian-Klassiker hintereinander, also von 2 Uhr bis 4 Uhr. Unter anderem mit einem für mich sehr spektakulären Gespräch, was ich voriges Jahr geführt habe. Ich sage nur ein Stichwort Katzenfrau. Also morgen von, im Prinzip gibt es morgen von 1 Uhr bis 4 Uhr im WDR-Fernsehen Domian bei 1 Live. Ausschließlich die Live-Sendung von 1 Uhr bis 2 Uhr, hinterher dann nur im Fernsehen. So, hey, 14 Jahre ist er alt, der jetzt kommt und er heißt Kevin, guten Morgen. Hallo. Hallo Kevin, noch nicht müde, noch nicht im Bett? Nee. Nee, wie kommt das? Hast du keine Schule morgen? Nee, weil ich ein gebrochenes Bein habe. Ach du lieber Himmel. Ja, und zwar ist das so gekommen, ich bin am 27. November. Ja. Bin ich zum Freund gefahren, mit Fahrrad, so gegen Abend. Mhm. Und da waren halt zwei Freunde, noch zwei Freunde. Ja. Und die haben waren da schon und haben da PlayStation gespielt, ne? Ja. Und halt, ich wollte dann nach Hause und die wollten halt zum gegenüberliegenden Pennymarkt. Mhm. Und dann bin ich halt auf ein Fahrrad gestiegen und wollte losfahren. Ja, nach Hause, in Richtung nach Hause. Ja. Ja. Da hat der eine einfach so aus heiterem Himmel in mein Fahrrad getreten, also in meinen Speicher hinten. Obwohl es ein Freund von dir ist? Ja. Oder war? Und es war kein Streit vorher? Nee, eigentlich nicht. Bloß hat mich erst ein bisschen angefärzt. Ja. Weil ich mich auf seine Jacke gesetzt habe. Ja. Und, bin ich halt vom Fahrrad abgestiegen, wollte fragen, was das soll. Ja. Da hat er mich dann halt am Kragen gepackt. Mhm. Und, in der Hecke geschubst und rausgezogen. Mhm. Und dann hat er mich wieder rausgezogen und halt sich auf mein Bein geschmissen. Auf was? Ich habe gerade keine Störung in der Leitung. Ja. Worauf hat er sich geschmissen?
Auf mein Bein. Auf dein Bein geschmissen? Ja. Mit vollem Körpergewicht? Ja, und dann habe ich gesagt, geh runter, du dicke, darf ich sagen? Ja, darfst du sagen. Gut, du dicke Sau. Ja. Ja. Meine, muss ja sein, ich weiß es ja nicht, ob es jetzt noch welche zuhören. Doch, doch, darf man hier sagen, kein Problem. Dann ist er in Ordnung. Ja. So, und dann ist er runter und ist dann kurz darauf so schnell wie möglich geflüchtet. Ja. Und da habe ich halt noch gerufen, du ja. Sau, warum ja. Hilfst du mir noch nicht mal? Ja. Bin ich halt aufgestanden, habe mitgekriegt, dass meine beiden Wadenknochen und Schienbeinknochen gebrochen waren. Ah, weil der sich darauf geworfen hat. Jo. Beide, von beiden Beinen gebrochen. Ja, Wadenbein und Schienbein. Ach so, Wadenbein, Schienbein. Mhm, verstehe. Ja. Also aber ein Bein dann nur, ne? Ja. Das rechte, das linke? Linke. Das linke. Hör mal, da war doch noch ein anderer Freund auch noch dabei. Nee, die zwei waren schon unterwegs zum Penny. Ach so, die waren schon unterwegs. Also du warst in der Endkampfphase da mit ihm alleine? Ja. Ja. Hast du das denn in dem Moment, als der sich auf dich draufgeworfen hat, hast du da einen Schmerz gespürt? Oder in der Aufregung und in dem Stress hast du es nicht gemerkt? Im ersten Moment nicht. Mhm. Also ich wollte dann aufstehen. Mhm. Hast gedacht, ach scheiße, ist ja bestimmt nur ein blauer Fleck. Mhm. So, habe ich versucht zu gehen, aber ich friere, deswegen zittere ich so. Du frierst im Moment? Ja, weil ich mein Handy aufladen muss. Ach so, oje, dann wollen wir nicht so lange reden. Das ist nicht so schlimm. Ja. Und, konntest du denn da überhaupt auftreten? Nee, erst nicht. Nee, ne? Habe ich mich halt wieder hingesetzt, erst einen Moment rumgeflucht, ah Mist, mhm. Verdammt, warum bin ich überhaupt gekommen heute? Mhm. So. Bah, wie gemein. Und wegen nix, ne? Wegen der Lappalie. Einfach nur so. Ja, halt wie so der eine Prinz, auf dieser Schirmschläger. Der hat ja einfach so. Ja. Ja. Du meinst Prinz, wie heißt der noch? Von Hannover, der, ne? Da weiß ich jetzt nicht. August. Ja, genau, so heißt der. Ja. Wie hast du dich denn dann weiter bewegt oder wer hat dir geholfen? Du konntest doch dann nicht Fahrrad fahren. Ja, kam da Hilfe vorbei oder wie ging das? Ja, ich habe halt versucht zu kriechen wie so ein Soldat. Ja. Ging erst nicht. Und dann habe ich erst angefangen zu weinen, weil mhm. dann habe ich mitgekriegt, funktioniert alles mhm. nicht. Habe ich erst gerufen, Hilfe, warum hilft mir keiner? Ja, waren da Leute in der Gegend? Nee, war ja dunkel und aber es war noch vor dem großen Frost. Was, vor dem großen Frost? Ja, es hat doch am November so gefroren. Und. Ach, Frost. Ach so, verstehe. Mhm. Aber da war doch gegenüber ein Pennymarkt, sagst du. Ja, noch ein bisschen weiter. Das ist ungefähr einen halben Kilometer entfernt. Ach so. Ja, wie ging's denn aus? Wer hat dir geholfen? Ja, ich habe dann halt gerufen. Nach einer Zeit hörte ich dann, dass jemand vorbeikommt. Ja. Und, das war eine Frau, die Mutter von den einen Sohn, wo wir waren. Ja. Und die hat ihr Kind erst reingebracht und dann hat sie im Nacht dann Bescheid geholt, ihm Bescheid gesagt. Verstehe, dann haben die dich dann ins Krankenhaus gefahren. Ja. Ja, Mann. Sag mal, der Typ, der sich da auf dich geworfen hat, war der sehr schwer, war der sehr dick? 65 Kilo, ungefähr 1,70 groß, mhm. ziemlich stabil gebaut. Gut. Und ich bin 1,50. Und ein dünner Hecht. Na, das geht. Geht. Aber wenn der sich ja mit Vollschmackes draufwirft, ist natürlich klar, dass was passieren kann. Ich kann dich so gut nachvollziehen, Kevin, weil ich genau, auch als ich 14 Jahre alt war, hatte ich auch einen ganz schlimmen Beinbruch. Da bin ich auf dem Schulhof, da war gerade so Frost und es hatte so ein bisschen, war ein bisschen glatt alles, bin ich ganz böse und übel ausgerutscht. Und zwar auch genau wie bei dir, alles unten durchgebrochen. Das hat so weh getan. Wie war es denn bei dir? Hast du auch am Anfang große Schmerzen gehabt? Ja, ich hatte halt eine Gipsschiene gekriegt im Krankenhaus. Ja. Da die Ärzte erstmal mir die Bude eingerannt. Ich hatte ein Einzelzimmer im Krankenhaus, das war herrlich. Ja, und die haben sich das halt jedes Mal angeguckt. Mhm. Aber es hat wehgetan. Ja, die ersten paar Nächte ging eigentlich, weil es ja angeschwollen war wie eine Bulle. Jetzt ist das Ganze am 27.11. passiert.
Ja. Ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Hast du den Gips immer noch drum? Ja. Hast du immer noch drum? Bist du aber jetzt zu Hause? Ja, ja. Ich guck dich gerade im Fernsehen. Ja, davon gehe ich auch aus jetzt. Wie lange musst du den Gips noch drum halten? Bis zum 15. Februar. Bis zum 15. Februar. Das ist dann, hast du den Gips bis ganz oben? Nur ungefähr 10 Zentimeter von Hintern entfernt. Achso, naja gut, das ist schon dann doch ziemlich hoch. So, jetzt aber zu dem Täter. Hat der Täter sich denn bei dir entschuldigt? Hat er dich wenigstens mal besucht? Ja, der hat mich zweimal besucht. Erstens nach dem Tag, wo das passiert ist. Mhm. Hat er mir so eine Tüte mit Süßigkeiten mitgebracht. Na, immerhin. Hat er gesagt, dass es ihm leid tut? Ja, aber was nützt mir das? Naja, da hast du natürlich recht, aber immerhin, wenn er vorbei... Er hat's gesagt. Ja. Er hat's gesagt. Und hat er dich nochmal besucht? Ja, ne? Hast du gerade gesagt. Ja, aber dann habe ich ihn rausgeschmissen. Warum? Weil er dumm kam? Oder warum? Naja, weil der schon nach reinkam, frag mich nicht warum. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, kannst gleich wieder rausgehen. Also du bist schon stinkesauer auf den? Ja, ich habe den halt, also meine Mutter hat den halt angezeigt. Ja. Heute kam ein Brief und der hat jetzt 20 Stunden Sozialstunden. Ach, das hat er. Naja. Mhm. Also, kann ich natürlich verstehen. Ich wäre auch stinksauer auf den Typ. Aber es ist schon ganz nett, dass er vorbeigekommen ist. Es gibt ja so Fälle, wo die sich dann überhaupt nicht drum kümmern, darum, was die angerichtet haben, die Leute. Bloß in der Schule hat er auch erzählt, dass er mich zusammengeschlagen hätte. Mhm. Ich habe nämlich ein paar Schulkollegen angerufen. Ja. Und halt, dass er sich darüber freuen tut. Ach so, aber na gut. Bei mir kam er mit der Mitleidstour. Ach so, einer ist das. Ja, dann hätte ich ihn auch rausgeschmissen. Schon ein paar Wochen vorher hat er mir halt in die Weichteile mit der Faust reingehauen. Ach, das ist aber ein ganz rabiater Bursche dann, ne? Ja. Da ist ja gut, dass er jetzt diese Sozialstunden ableisten muss. Hoffentlich nehmen die denn auch ein bisschen hart ran. Der ist so alt wie du, 14? Ja, ungefähr einen Monat älter. Einen Monat älter. So, Kevin, jetzt wünsche ich dir gute Besserung. Ja, das ist lieb. Ne? Das ist wichtig, dass du jetzt wieder auf die Beine kommst. Ich sag dir mal aus eigener Erfahrung, dass so die ersten Tage, wenn der Gips abkommt, sind nicht so die schönsten Tage. Weil das Bein ist dann ein bisschen schwach und die Muskeln sind abgebaut. Aber da muss man kräftig trainieren und so ein bisschen Gymnastik machen und so ein Kram. Und dann geht das auch wieder. Ich weiß. Ja, ne? Wann gehst du jetzt immer so schlafen? Wann machst du das Licht aus oder den Fernseher aus? Um wie viel Uhr? Ungefähr eine halbe Stunde. In einer halben Stunde, ja. Wo ich halt nicht direkt einpennen kann, weil ja. Wenn ich friere, dann ist das immer so schlecht. Genau, du frierst. Also jetzt schnell ins Bett und deck dich zu. Wir wollen nicht dafür verantwortlich sein, dass du noch eine Erkältung kriegst. Jo, das ist richtig. Also mein lieber Kevin, alles Gute, gute Besserung. Jo. Und hoffentlich, dass du dann bald wieder richtig dich bewegen kannst und auf die Beine kommst. Jo. Tschüss. Dir noch eine schöne Sendung. Danke, Kevin. Tschüss. Tschüss. So, gleich kommt Vanessa. Und bevor Vanessa kommt, möchte ich euch sagen, dass ihr unsere Themen, die wir ja immer dienstags und donnerstags haben, die könnt ihr auch euch mal ein bisschen genauer angucken und darüber lesen bei domian.de. Und es gibt eine ganz tolle Fanseite im Internet, nämlich nachtlager.de. Empfehle ich euch, das ist eine ganz toll gestaltete Seite. Von dem Gordon, nachtlager.de oder domian.de. Und morgen heißt unser Thema, ich habe Angst vor einer Frau. Vanessa hatte ich angekündigt und nun ist er auch hier, 25 Jahre alt. Ach, Vanessa hat aufgelegt. Unsere Vanessa. Oder die Leitung ist zusammengebrochen, kann ja auch sein. Barbara, 50 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, bin ich jetzt dran, ne? Ja, du bist dran. Volle ja. Kanne. Ja, erstmal schönen guten Abend, Domian. Guten Abend. Deine Sendung ist top. Danke. Dankeschön. Ich habe es noch versucht, ranzukommen, hat bis jetzt nicht geklappt. Aber jetzt haben wir uns. Ich habe diesen Hilferuf vorhin aufgefangen und war jetzt also der Meinung, ich müsste mal durchkommen, habe es auch geschafft. Also, du meinst den Hilferuf von Eva? Ja, ich weiß, ich hatte den Namen nicht mitbekommen. Eva war das, die genau. Dame, die angsterkrankt. Genau, ich habe nur mitbekommen, worum es da ging und dass auch der kleine Sohn schon drunter leidet. Ja. Also, ich hatte vor 10 Jahren dieses Problem gehabt, dass ich also Angst- und Panikattacken hatte, dass es mir genauso ging, dass ich kaum noch raus konnte. Mhm. Und bei mir kam dann auch schon die sogenannte Angst vor der Angst.
So hörte sich das bei ihr ja gerade auch an. Ja, ich war hilflos gewesen und wusste überhaupt nicht, worum es ging. Aber ich habe Folgendes im Nachhinein festgestellt. Also ich habe meine Freundin, starb meine allerbeste Freundin, die sehr für mich maßgeblich war, für mich eine starke Persönlichkeit. Die hatte sehr schwer Asthma und hatte eines Tages aufgegeben und hat sich einfach hingelegt und ist gestorben. Also da brach schon mal einiges zusammen. Und nach der Beerdigung bei ihr ging dieser erste Anfall los. Das heißt, ich habe gedacht, ich habe einen Herzinfarkt. Bin mit Tatütata ins Krankenhaus und hatte so richtig die nackte, kalte, panische Todesangst. Ja. Die Ärzte stellten nichts fest, ich konnte es mir nicht vorstellen. Dann kamen diese Anfälle immer häufiger. Also es war wirklich so schlimm gewesen, dass ich nur noch, ich konnte nicht mehr arbeiten. Mein ganzes Leben litt drunter. Ich habe 3 erwachsene Söhne inzwischen. Die waren damals natürlich noch ein bisschen kleiner. Die haben das alles mitgekriegt. Und ich war also völlig hilflos und keiner war da, der mir einen Rat geben konnte. Ich bin dann auch von Therapeut zu Therapeut gerannt. Ja. Aber ich hatte großes Glück gehabt. Ich meine, es ist manchmal nur ein Satz oder manchmal auch nur eine Geste oder ein Wort, was die Menschen sagen oder die Ärzte sagen. Ich hatte, nachdem ich ungefähr 30 Mal im Krankenhaus landete, mit einem Herzinfarkt angeblich, habe ich dann geheult und habe gesagt, ich sage, verdammte Scheiße, wann hört das endlich auf? Und da sagte der Arzt nur zu mir, wenn Sie anfangen, was dagegen zu unternehmen. So, der Satz fraß ich in mein Gehirn ein und der ist bis jetzt auch heute noch drin, weil es kann ja immer wieder mal passieren. Was hast du dann dagegen unternommen? Ich habe Folgendes dagegen unternommen. Ich habe also therapeutische Hilfe gesucht und habe die auch gefunden. Was ja auch nicht einfach ist immer, ne? Dass man den richtigen Menschen findet. Ich habe mal ein paar Stichpunkte dazu. Erstmal Altlasten aus der Kindheit schleppt jeder mit sich rum. Ja? Dann geht es darum, was für einen Lebenswille hast du? Ja? Oder hat der Mensch, der Betreffende, will er leben oder will er aufgeben? Ja. Ich habe mir gesagt, ich habe 3 Kinder, ich muss leben. Ja. Ja. Bis ich an dem Punkt ankam, wo ich gesagt habe, ich will leben. Wie lange hat es gedauert, dann, bis ein Therapeut dir wirklich dann soweit helfen konnte und du dir selbst auch? Ja, also erstmal musste mir ein Therapeut klar machen, dass diese Sachen, die ich dort bekam, diese Angst- und Panikattacken, ein Hilferuf meiner Seele sind. Das heißt, wenn ein Mensch zu viel Kompromisse eingeht, sich selbst vergewaltigt, und anderen zuliebe alles tun möchte, um denen zu gefallen, sein persönliches Ich aufgibt. Verstehe, das heißt, so ein Typ warst du früher. Ja, ich wollte es allen recht machen. Ja, und hast das immer runtergeschluckt und hast deine ganzen eigenen Bedürfnisse immer zur Seite geschoben. Genau, so sieht's aus. In dem Punkt war ich angekommen, wo ich mir gesagt habe, wer bin ich überhaupt, was bin ich? Ich hatte also meine Charaktereigenschaften völlig untergraben. Ich bin eigentlich ein sehr impulsiver, lebenslustiger konservativer Mensch. Ja. Also das habe ich völlig unterdrückt. Und dann kam noch dazu, dass mein Mann immer gesagt hat, ja, sagt er, ich wollte immer eine Frau haben, die so und so ist und du bist nicht so und so. Also habe ich versucht, so zu sein, bis es nicht mehr ging. Immer eine Rolle gespielt. Genau, ich bin immer in die Rolle geschlüpft, die man gerade von mir erwartet hat. So, das ist natürlich eine fulminante Erkenntnis. Ja, sicher. Und da musst du aber erstmal hinkommen. Da musst du erstmal hinkommen und dann musst du auch die Kraft haben und auch das Know-how, sage ich jetzt mal, Richtige zu machen, ne? Genau. Dann nämlich wirklich so zu sein, wie du bist und so zu leben. Genau. Es gibt natürlich viele Nuancen noch. Die sind bei jedem natürlich unterschiedlich. Aber im Prinzip läuft das immer wieder auf der gleichen Schiene. Man vergewaltigt sich, man geht zu viel Kompromisse ein. Ja. Und das ist halt, wir schleppen Altlasten aus der Kindheit. Aber das kannst du alles durchbrechen. So, jetzt würde ich gerne mal, um das mal so einzuordnen, deinen ganzen Fall. Sag mir doch mal eine Zahl, eine Jahreszahl, wie lange du gebraucht hast, von der Einsicht dann zu einem passablen Leben zu kommen. Also von dem Augenblick an, wo der erste Anfall war, bis zu der Einsicht hat es ungefähr 3 Jahre gedauert. Das waren 3 Jahre. Und dann? Und dann hat man mir gesagt, so eine Therapie, bis man wieder völlig oder bis man wieder halbwegs hergestellt ist, dass man so normal leben kann, dass man damit umgehen kann, dauert es in etwa im Schnitt 7 Jahre. Es ist wie ein trockener Alkoholiker. War das bei dir so? Ist immer wieder gefährdet. Ja, klar. Es kann immer wieder passieren, aber es kommt darauf an, je mehr du lernst,
ich meine, ich habe heute auch noch solche Probleme, aber ich breche da nicht mehr in Panik aus und sage, oh Gott, jetzt habe ich einen Herzinfarkt. Ich weiß, dass mein Magen aufquillt, aufs Herz drückt und dass diese Angstzustände auch da kommen können. War das denn bei dir auch so, dass du sagst, das hat so ungefähr 6-7 Jahre gedauert? Bis genau. Ja. Mhm. Die hat's auch im Nachhinein, also diese Anfälle kommen dann immer in etwas kürzeren Abständen. Dann hast du sie alle Vierteljahre mal, dann hast du sie mal alle halbe Jahre. Wie hat denn eigentlich dein Mann darauf reagiert, dass du dann plötzlich doch anders warst und dich mehr gelebt hast und dein Ich mehr nach außen gestellt hast? Naja, es ging so weit, dass wir uns dann haben scheiden lassen. Ja klar, es ging nicht anders, weil ich meine, ich habe ja dann erkannt, dass ich dem Mann nicht das sein kann, was er möchte. Und ich habe mir auch gesagt, gut, okay, dann trennst du dich, dann hat er die Chance, die Frau zu finden, hat er ja auch gefunden. Hat dir diese Scheidung auch gut getan? Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich hat sie mir gut getan. Bloß das Einzige, was nachteilig war in der Sache, meine beiden Söhne, die waren damals zu der Zeit 10 und 15 knapp. Und die hatte ich damals erst bei meinem geschiedenen Mann gelassen, weil ich musste mich erstmal völlig neu orientieren. Und weil auch nach so einer Therapie, und das ist natürlich auch sehr gefährlich, und das erleben wahrscheinlich auch sehr viele, die so eine Therapie gemacht haben, kommst du raus nach 6 Wochen aus einer völligen musst du dich bewähren im Alltag, ne? Ja, Isolierung. Du kommst in diesen Alltag rein. Ja. Genau, du bist auf Gleichgesinnte gestoßen. Du hast deine Brust schwellt an, weil du denkst, boah, jetzt kann hier keiner mehr was. Und dann können aber die Menschen draußen mit dir nicht umgehen, weil du sprichst eine ganz andere Sprache. Und dann kann es passieren, dass die meisten wieder ganz, ganz, ganz schnell und böse auf den Boden der Tatsachen kommen. Ich finde, dass du das Entscheidende auch vorhin gesagt hast, indem du diesen Arzt zitiert hast, nämlich das war so sinngemäß, dass man das selbst auch will, ne? Ja, und dann kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt dazu. Die Menschen müssen begreifen, dass es seelisch ist. Mir hat damals mein Arzt sogenannte Feuerwehrtabletten gegeben. Das ist Valium, das sind 30 Milligramm. Und das ist die legst du dir auf die Zunge, das ist so eine Papptablette. Und dann geht die ganz schnell, die wirkt innerhalb von 2 Minuten. Ja. Sagt er, wenn Sie den nächsten Anfall kriegen, nehmen Sie die Tablette, dann werden Sie sehen, dass das nichts Körperliches ist, dass es Ihre Seele ist. Ja. Und das musste ich erst begreifen. Ja, ich glaube auch, dass das wichtig ist, das so einzuordnen, um mit sich auch ins Klare zu kommen. Das muss in den Kopf rein. Also du musst den Lebenswillen haben, das ist das Erste, was du dir sagen musst. Du musst den Lebenswillen haben, dann kommt dazu, dass du dir begreiflich machen musst, dass es seelisch ist und dass du nur ganz alleine daran arbeiten kannst und diese Sache auch auf die Reihe kriegst. So, ich bin sehr froh, dass du das so gut zusammengefasst erzählt hast, weil ich glaube, dass du jetzt sehr vielen Mut zugesprochen hast, die eine solche Erkrankung haben. Ja, weil du es hinter dir hast. Du kannst es viel besser machen, als wenn ich es jetzt hier erzähle oder irgendein Psychologe. Jeder Therapeut auch. Ja, ich finde es hervorragend. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, was die Leute dabei beachten müssen, wenn sie Tabletten nehmen. Ich habe damals Tabletten genommen und als ich in die Klinik kam, hat der Arzt gesagt, zeigen. Ich habe sie auf den Tisch gepackt. Er nahm den Arm, wischte die einmal rüber über den Tisch im Papierkorb. So sagt er, gibt's ab heute nicht mehr. Ich stand ohne Krücke da. Und dann habe ich mir gesagt, das ist aber gut so. Ich kann ja, wenn ich mich zudröhne mit Tabletten, überhaupt nicht mehr feststellen, ob bei mir eine Verbesserung ist. Genau so ist es. Sehr, sehr klug, sehr richtig. Ja. Liebe Barbara, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Und hoffe, dass du das weiterhin alles so gut im Griff haben wirst. Ich bin aber sicher, so wie du jetzt gewirkt hast hier bei mir, ich bin sicher. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen gibt es nach unserer Live-Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr noch 2 Domian-Klassiker-Sendungen, also aus der Konserve, zwischen 2 Uhr und 4 Uhr mit einigen sehr interessanten Gesprächen. Und eins ist dabei, was mich wirklich im letzten Jahr, am Ende des letzten Jahres, äußerst ausgesprochen beeindruckt hat. Das Gespräch mit einer Frau, die sehr auf Katzen orientiert ist und fast selbst wie eine Katze lebt und das sehr seriös und sehr glaubhaft erzählt hat. Ich oft darauf angesprochen worden bin, auf das Gespräch und es auch vielen schon erzählt habe. Das wiederholen wir morgen unter anderem zwischen 2 Uhr und 4 Uhr hier im WDR Fernsehen. Melanie, 19 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Melanie, was ist dein Thema? Ich habe gestern schon versucht anzurufen, da ging es ja um das schlechte Gewissen. Leider kam ich nicht durch. Ja. Es ist so, dass ich ein total schlechtes Gewissen habe, weil ich, mein Ex-Freund sitzt in U-Haft. Und ich habe ihn eigentlich
sozusagen alleine gelassen oder beziehungsweise hängen lassen. Wann hast du dich denn von ihm getrennt, nachdem er in Haft gekommen ist? Ja. Also du hast dich wegen der Haft quasi von ihm getrennt? Also oder wegen der Tat, die er zu verantworten hat? Ja, auch. Was hat er denn? Es waren vorher schon Sachen, Kleinigkeiten, wie dass er die Hand gegenüber mir erhoben hat, aber das war für mich nie ausschlaggebend, weil ich ihn so geliebt habe. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 6 Monate. Ach so, war ja nicht so lang. Und er hat dich geschlagen? Ja. Er hat nicht nur die Hand erhoben, sondern er hat auch zugeschlagen. Mhm. Oft? Jedes Mal, wenn ich meine Meinung gesagt habe. Und das kam oft vor, weil ich mir meinen Mund eigentlich von niemandem verbieten lasse. Mensch, das heißt, ihr wart erst 6 Monate zusammen und da hat er dich schon so oft geschlagen? Ja. Ins Gesicht? Auch. Mhm. So, dann hat er irgendwas angestellt. Was hat er angestellt? Hehlerei, Einbrüche. Mhm. Und halt noch viele andere Kleinigkeiten, aber hauptsächlich haben die ihn gekascht. Das war in der Nacht vom 16. auf den 17. November. Ja. Ist im Versicherungsgebäude eingebrochen und da haben die den in der Nacht mit seinem Kollegen halt gekascht. Mhm. So, er sitzt in U-Haft. Genau. Was ist jetzt dein schlechtes Gewissen? Du sagst, du bist getrennt von ihm, du hast dich getrennt. Worin besteht dein schlechtes Gewissen? Dass ich ihn alleine lasse, weil durch die Briefe, die ich von ihm bekomme, merke ich, wie schlecht es ihm geht. Und ich kenne ihn ja eigentlich in- und auswendig. Und wenn ich manche Zeilen in den Briefen lese, ich merke genau, es geht ihm scheiße. Warum lässt du ihn jetzt alleine? Du wolltest mit ihm eigentlich eine Zukunft aufbauen. Ich glaube, nur das als kurzen Einschubsatz, ich glaube nicht, dass man jemanden in- und auswendig kennt, wenn man mal eben 6 Monate mit ihm zusammen war. Aber das nur nur am Rande. Warum hast du dich denn von ihm getrennt? Begründe mir das mal ein bisschen eingehender. Wir haben es gerade schon so ein bisschen. Vielleicht war es jetzt die Chance, du siehst ihn nicht. Mhm. Er kann nicht an dir ran. Eigentlich hast du jetzt die Chance, Schluss zu machen, weil er dir eigentlich nichts Gutes getan hat. Mhm. In der Zeit, wo du mit ihm zusammen warst. Mhm. Ich habe auch mal einen Ansporn von meinen Freunden gekriegt. Meine allerbeste Freundin Jasmin. Also, die hat mir so geholfen, aber ja. Es hat mir nichts. Manchmal wirklich blind vor Liebe. Aber Melanie, das ist mir sehr einleuchtend, was du da gerade gesagt hast. Da, ja. Im Prinzip sagst du ja, ich hatte die Faxen dicke mit dem. Der hat meinem Leben nicht gut getan. Der hat mich geschlagen, wenn ich meine Meinung sagte. Mhm. Also es ist eigentlich ein richtig mieses Stück. Das muss man ja so sagen. Wenn man ein Mädel, mit dem man zusammen ist, schlägt, nur weil es die eigene Meinung sagt, lasse ich erstmal nicht viel Gutes an dem Mann. So, und jetzt kam die Tat und das ist doch, finde ich, nachvollziehbar, dass du die Chance genutzt hast und hast gesagt, okay, er macht mir jetzt auch nicht die Hölle heiß, ich ziehe mich jetzt zurück. Er ist ja weg, er ist ja eingesperrt. Ja. Finde ich völlig nachvollziehbar. Und ich finde auch, dass du null schlechtes Gewissen haben musst. Null. Wenn der dich vorher so behandelt hat, dann kann er auch nicht erwarten, dass du jetzt zu ihm stehst und ihn quasi tröstest und ihm über diese schlimme Zeit hinweg hilfst. Finde ich. Ja. Er schreibt dir viele Briefe? Ja. Sind diese Briefe so Bettelbriefe, dass er um Gefühle bettelt? Und eigentlich in den Briefen, die kann man zweideutig lesen. Ich habe jetzt herausgefunden, wenn ich die mir nochmal durchgelesen habe, dass er mir schon wieder ein schlechtes Gewissen machen will, dass ich Schluss gemacht habe. Dass eigentlich in den Briefen steht auch schon fast drin, dass ich dran schuld bin, dass er da drin sitzt. Mhm. Und halt auch Bettelbriefe, so wie, möchtest du mich nicht besuchen, wie kannst du deine große Liebe wegschmeißen? Mhm. Wie hast du ihm das eigentlich mitgeteilt, dass du Schluss machen willst? Hast du ihm einen Brief geschrieben? Es war, an dem Abend durfte er sich Anziehsachen holen aus seiner Wohnung. Ja. Mit der Polizei, und da durfte er mit mir telefonieren. Mhm. Das haben die Polizisten ihm erlaubt, und dann habe ich ihn am Telefon beleidigt vom Allerfeinsten, und dann habe ich gesagt, weißt du was, für mich hat sich das erledigt. Mhm. Ja, und dann kam auch schon der erste Brief von ihm. Hast du das so dargestellt in dem Gespräch mit ihm, dass du das wegen seiner Tat dir da... Er konnte nicht reden, weil die Polizisten neben ihm standen. Mhm. Und dann habe ich nur gefragt, warum hast du das gemacht? Und er war immer nur, weil er konnte nicht viel sagen wegen den Polizisten. Und dann kam auch schon der erste Brief und dann, es tut mir leid, was ich dir angetan habe und bla bla bla. Und ja. Ich wollte nur mal darauf hinaus, in diesem Gespräch, hast du ihm da auch schon gesagt, pass mal auf, ich finde es scheiße, was du jetzt gemacht hast, aber ich finde es auch scheiße, was du mit mir gemacht hast. Hast du ihm das da auch schon gesagt?
Nicht direkt. Ich habe gesagt, dass ich es scheiße finde. Warum? Ich habe auch gefragt, warum. Aber er konnte mir keine konkrete Antwort geben. So, hast du ihm schon einen Brief zurückgeschrieben oder schweigst du? Ich habe ihm Briefe zurückgeschrieben, ja. Hast du am Anfang bin ich noch drauf eingegangen und jetzt habe ich einen Brief mit meiner besten Freundin verfasst, der mir im Herzen total wehgetan hat. Ja. Weil ich ihn kenne. Dieser Brief hat mir echt wehgetan. Ich war tagelang drüber am Nachdenken, ob ich ihn abschicke, aber ich habe ihn abgeschickt. Was ist die Grundaussage des Briefes gewesen? Ja, eigentlich, dass jetzt total komplett vorbei ist, dass für mich eigentlich nur noch ein neuer Lebensabschnitt. Verstehe. Beginnt. Hast du ihm in dem Brief auch das auch mal klar geschrieben? Wie schon, ja, in diesem Brief ja. Ich konnte es vorher nicht machen. Meine Freundin hat mir dabei so geholfen. Mhm. Vorher konnte ich es nicht. Und jetzt haben meine Freundin hat selber gemerkt, wie scheiße es mir ging, auf gut Deutsch gesagt. Und die hat den Brief eigentlich für mich verfasst. Und aber Melanie, du hast ja eine tolle Freundin, muss ich sagen. Eine tolle Freundin, dass die Schatz. Dir... Bitte? Ist echt ein Schatz. Ja, dass sie dir so beisteht. Ich finde, dass du alles richtig machst. Ich finde auch diesen Brief, so wie du gerade darüber geredet hast, finde ich auch richtig. Hat er sich daraufhin auch nochmal gemeldet? Nein, die Briefe dauern immer 10 Tage, weil die Richterin ihn zuerst liest. Ach so. Aber er müsste ihn jetzt haben. Eigentlich müsste ich, wenn er zurückgeschrieben hat, auf diesen Brief am Samstag Antwort kriegen. Mhm. Aber für dich ist jetzt ganz, ganz definitiv klar, egal was der jetzt schreibt, du antwortest nicht mehr, der Fall ist erledigt. So hast du es formuliert in dem Brief. Ja, aber ob ich jetzt mache. Ganz tief in mir ist immer noch so ein Funk, wo ich echt sage, wenn wird er jetzt sofort rauskommen, ich glaube, ich würde ihm sogar hinterherrennen. Schlimm, Melanie. Ich weiß, es ist wie eine Abhängigkeit. Ja, es ist wie eine Sucht, das ist wirklich sehr schlimm. Gut, dass du deine Freundin da an der Seite hast, die dich da immer wieder ein bisschen an die Zügel nimmt und dir das klar macht. Es ist ja fast schon für dich ein Glück, dass der jetzt im Knast sitzt. Sonst hättest du das ja gar nicht von alleine geschafft und von dir aus geschafft. Nee, es waren auch Zeiten, wo ich nicht mehr konnte, wo wir nach 4 Monaten, wo ich das erste Mal Schluss gemacht habe und weiß ich nicht, es klappte nicht. Nach einer Woche bin ich ihm hinterhergegangen und ich sagte, okay, ich entschuldige mich dafür, dass er mir eine gescheuert hat. Unglaublich. Hinterhergerannt. Ich meine, das ist schon so schwer, da muss man gar nicht jetzt weitere Dinge erfahren, die zwischen euch abgegangen sind, dass der dich in diese 6 Monaten so oft geschlagen hat, nur weil du eine andere Meinung hattest. Ist so schlimm und so absurd, dass der Fall völlig klar ist. Mhm. Also der letzte Funke, der da noch in dir, ich hoffe, dass ich so ein kleines bisschen auch dazu beitragen kann, dass der ausgelöscht wird. Aber deine Freundin wird das noch besser können, weil die dich gut kennt. Ich finde alles richtig, was du gemacht hast. Ich unterstreiche das nochmal. Und sage dir, hab kein schlechtes Gewissen und zieh das weiter so durch. Der muss jetzt für all das büßen, was er angerichtet hat, auch was er bei dir angerichtet hat. Vielleicht kommt er zur Besinnung, wenn er jetzt da im Knast sitzt. Ja, vielleicht. Ja. Aber dann ist es auch egal. Aber schaff du dir ihn vom Hals. Ich wünschte, es wäre so einfach, dass ich einfach sagen kann, ich wünschte, ich könnte die Sache verarbeiten. In den letzten Wochen, Tagen, Monaten habe ich es einfach nur verdrängt und jede Kleinigkeit, die kam, egal ob es kleine Probleme waren, es kam wieder nach oben. Dennoch, ich habe immer seinen Namen im Kopf gehabt, ich habe immer die ganzen Situationen, die ich mit ihm mitgemacht habe, ich habe alles im Kopf gehabt. Alles klar. Aber dennoch finde ich, dass du bist ja in einem Prozess, du arbeitest ja daran und das finde ich gut. Und das ist qualvoll und das gibt auch immer wieder Rückschläge und so. Ja. Viel schlimmer wäre ja, wenn du jetzt mir erzählt hättest, das war so und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber du hast ja schon so viel gemacht und das finde ich gut. Mir kommt es so wenig vor. Wirklich, ja. Ist gut, dass es dir so vorkommt. Umso mehr wirst du dich noch anstacheln, selbst noch mehr zu tun. Ich kann dir nur sagen, mach wirklich weiter so. Das ist alles sehr beschwerlich und schwierig und dann hängt man zwischendurch vielleicht auch mal drin und denkt, ich kann nicht mehr, aber du kannst. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach innerlich, wo du spürst, ich habe es geschafft, ich bin weg von ihm. Er hat keine Macht mehr über mich. Das ist ja eine Frage auch von Macht. Er hat Macht über dich gehabt. Ja, hat er. Ja. So, weiter so und sei froh, dass du so eine nette Freundin hast. Mhm. Alles Dankeschön. Gute. Toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Tschüss. Dirk, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Dirk. Dein Thema. Ich habe mich in jemanden verliebt, den ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Mit dem du chattest, oder was? Ja, aber nicht übers Internet, wie es jeder kennt, sondern das Ganze geht auch übers Handy. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Im Handy gibt es ja solche Funktionen, gen Internet und Live-Chat und das habe ich Anfang des Jahres einfach mal gemacht. Mhm. Und ja, durch Zufall jemanden
kennengelernt und man hat ja hin und her getextet und verstanden und dann wurden die Privatnummern ausgetauscht und dann haben wir den ersten Abend bestimmt, locker mal 6 Stunden telefoniert. Ach so, ich bin schon beruhigt, dass ihr telefoniert habt. Ich dachte, das wäre nur über Simsen jetzt. Nix Sims, einfach telefoniert und man hat jetzt jemanden mal kennengelernt auf eine ganz andere Art und Weise. Eine Frau oder ein Mann? Ja. Nee, eine Frau. Eine Frau. Wohnt die bei dir in der Gegend? Ja, knapp 200 Kilometer von mir entfernt. Mhm. Wie lange läuft das Ganze jetzt schon? Ja, seit dem 2. Januar. Seit dem 2. Januar. Und telefoniert mittlerweile wie oft? Ja, eigentlich täglich. Eigentlich täglich. Mhm. Und man lernt den anderen kennen, ohne ihn zu sehen. Mhm. Interessen, und Probleme, mit allem drum und dran. Und ihr habt euch noch keine Fotos zugeschickt oder so? Ja, sie hat eins von mir. Mhm. Und ich hatte ja schon Angst, so nach dem Motto, naja, wenn sie mich sieht, dann will sie nicht mehr oder sonst was. Weil aber man macht mir auch verarschen, man ist ehrlich, aber nee, ist gar kein Problem. Hast du da ein Foto von ihr? Nee, noch nicht, das soll noch kommen. Warum hast du es noch nicht? Ja, sie wollte mir noch eins schicken. Ja, aber das wird dann ja auch allmählich Zeit. Ja, und das Problem war halt quasi, es war geklärt, auch mit ihren Kindern, dass die untergebracht sind, dass sie zu mir runterkommt. Mhm. Und am Abend zuvor gab es familiäre Probleme. Also sie ist verheiratet? Ja, hat aber Kinder? In Trennung? Ja, zwei. Du bist Solo? Ich bin Solo, ja. Zwar geschieden, habe auch einen Sohn, aber... Ja. Also ist es nicht zu diesem Treffen gekommen? Nein, es ist nicht dazu gekommen, weil quasi zwei Tage zuvor, muss man sagen, Samstags wollte sie kommen. Mhm. Donnerstag gab es familiäre Probleme und da war auch ein guter Freund da, der ihr geholfen hat, seit Jahren mit Umzug und Trennung von ihrem Mann, mit allem drum und dran. Mhm. Und ja, da hat sich wohl irgendwas auch gefühlsmäßig entwickelt. Mhm. Aber warum ist es dann letztendlich nicht passiert? Hättet euch dann einen anderen Tag treffen können? Warum ist es kompliziert, sich zu treffen? Das größte Problem ist, das, was ich von ihr weiß, ihr Herz gehört mir und ihre Sicherheit gehört dem anderen, den sie seit langem kennt. Mhm. Die Kinder fühlen sich bei ihm geborgen, diese Sicherheit, die sie mit allem drin hat. Gut, aber ist das nicht alles ein bisschen schon zu weit gegriffen? Sie weiß ja gar nicht, ob sie dir gefällt. Das muss doch erstmal alles geklärt werden. Ja, nee, das war vorher schon geklärt. Also es war auch schon weit bevor sie mir... Nee, das ist überhaupt noch nicht geklärt. Du hast sie ja noch nicht mal gesehen. Vielleicht ist sie ja gar nicht dein Typ. Der Typ ist mir egal. Ist es dir völlig egal, wie sie aussieht? Nein, sie könnte 180 Kilo haben, sie könnte 220 haben, das ist mir egal. Ah ja. So, jetzt müssen wir mal... Du hörst, die Sendung geht gleich zu Ende. Formulier mir das Problem, das jetzt besteht. Das Problem ist, sie ruft bei mir an, wir unterhalten uns, sie schickt mir SMS, wie sehr sie mich liebt, wie gern sie mich hat und wie leid es ihr tut, dass sie sich auf die Sicherheit berufen hat. Mhm. Also, sie sagt, ich liebe dich, aber letztendlich kann ich doch mit dir nichts... Ja, nicht und lässt sich halt immer so einen Strohhalm offen. Mhm. Aber die Sicherheit ist doch auch nicht da, wie du gerade gesagt hast, weil sie quasi in einer Trennung lebt. Dann ist die Sicherheit doch bei ihr auch schon kommen. Also, die Trennung bei ihr ist durch, das ist klar. Ja gut, aber wo hat sie denn ihre Sicherheit? In ihrem alten Bekannten, in ihrem Freund, der quasi keine 200 Kilometer entfernt ist, sondern nur 40 Kilometer entfernt ist. Wie, deshalb kann man doch einen Geliebten haben, der 200 Kilometer entfernt ist? Dadurch verliebt man doch seine Freundin nicht? Merkwürdig, merkwürdig. Ich muss Schluss machen, aber wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Tschüss, Jörg. Ciao. In der Technik, Gudrun Hausen. Morgen heißt unser Thema, ich habe Angst vor einer Frau. Und morgen gibt es eine kleine, lange Domian-Nacht mit zwei Klassikern. Nämlich von 2 Uhr bis 4 Uhr gibt es morgen auch Domian. Aber live auch um 1 Uhr im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen mit dem Thema, ich habe Angst vor einer Frau. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.